So, hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von uns. Wer ein bisschen aufgepasst hat diese Woche, der hat gesehen, dass sich schon so einiges Merkwürdiges getan hat bei uns. Mein Bruder hat nämlich eine Wohnung in Magdeburg gekauft und damit steht das nächste Sanierungsprojekt. Wir waren jetzt diese Woche da, haben die Übergabe gemacht und haben schon mal so einen kleinen Rundgang gemacht, um zu gucken, was uns erwartet. Das zeigen wir euch in diesem Video. Aber bevor wir anfangen, wollte ich natürlich noch mal was sagen. Es wird auch in der Schusterwerkstatt jetzt endlich wieder weitergehen. Nachdem der Sommer vorbei ist und es draußen nicht mehr so schön ist, kann man ja jetzt endlich wieder drinnen ein bisschen was machen. Aber das dann erst im nächsten Video. Heute machen wir einen kleinen Rundgang durch die Wohnung, die jetzt saniert wird. Das werde ich so ein bisschen so nebenbei mit ab und zu mal in einem Video zeigen, wie da die Fortschritte sind. Weil wir nicht alles selber machen werden, sondern auch ziemlich viele Handwerker dazu kommen. Die Fahrt nach Magdeburg ist nämlich immer ein ganzes Stück. Und ja, wir haben einfach jetzt noch nicht die Kapazitäten, uns was Neues anzulachen. So ein richtiges Sanierungsprojekt. Aber wie gesagt, wir machen jetzt mal einen kleinen Rundgang und dann werden wir euch zwischendurch immer mal wieder so kleine Updates geben, wie es in der Wohnung aussieht. Und wenn sie fertig ist, machen wir natürlich ein Vorher-Nachher. Und jetzt geht's erstmal los. Ich packe jetzt meine Sachen, gehe rüber zum Lieblingspapa und dann fahren wir dahin und machen einen kleinen Rundgang mit euch. Viel Spaß mit dem Video. Mal nicht guckt, welcher Boden das war. Herr Schneider, wo sind wir jetzt hier? Hallo, liebe Freunde der gepflegten Kernsanierung. Wo sind wir denn jetzt hier? Neues Projekt, weil wir so noch nicht genug zu tun haben. Ich mache mal kurz so einen Schwenk. Hübsch, oder? Schicker Fußboden. Ja. Erinnert mich ein bisschen an meinen. Wisst ihr? Kann man mit einem Tja, was machen wir jetzt hier? Irgendwie sind wir ja auch nicht zu retten, ne? Na du nicht. Der Lieblingssohn hat eine Wohnung gekauft, die ziemlich runtergekommen ist. Und die muss jetzt saniert werden. Und jetzt stehen wir da. Jetzt stehen wir da, wie Max in der Sonne. Und gucken dumm. Und gucken dumm, weil wir sagen, oh mein lieber Mann. Alles auf Anfang. Ja, alles auf Anfang. Also, wobei hier werden wir wahrscheinlich mehr Handwerker einsetzen. Ja. Weil wir ja auch im Schnäppchenhaus noch nicht fertig sind. Ja, und bei dir auch nicht. Und bei mir auch noch nicht. Und eigentlich, ich ja keine Sanierung mehr machen wollte. Ist auch ein bisschen weit, hier immer hinzufahren. Ja. Also, Vierzimmerwohnung. Eigentlich ein schöner Schnitt. So aus den 1960er Jahren gebaut. Ende 1950, Anfang 1960 gebaut. Solide. Aber noch richtige Holztüren hier, nicht so ein Plastiklümpel, wie man heute überall kriegt. Hat sich auch schon jemand die Arbeit gemacht, das schön abzulaufen? Ja, schön abzulaufen. Naja. Aber es ist schon mal beschliffen worden. Ich weiß, du kannst das besser, wenn ja, du es denn machst. Meine sind noch nicht fertig, sehen aber trotzdem schon besser aus. Ja, wenn du es denn machst, kannst du es besser. Ja. Ja, wir können mal kurz einen Rundgang machen. Machen wir mal einen Rundgang. Dann können wir mal sagen, was alles zu machen ist. Und dann gucken wir mal, wie es losgeht. Ja, wenn wir was selber machen, dann zeigen wir euch das im Video, aber wie gesagt. Aber wir werden auch mal so ein bisschen die Baufortschritte zeigen. Ja. Also das, was wir selber machen, zeigen wir natürlich. Und da, wo Handwerker sind, die werden wahrscheinlich nicht gefilmt werden wollen. Ja. Wenn, dann zeigen wir es natürlich. Juti, also los geht's, der Flur. Hier ist die Eingangstür. Die ist auch schon gesegnet. Ja, das Haus ist schon mal saniert worden. Das ist auch von außen gedämmt und so. Das ist also alles schon mal von außen alles ordentlich. Hier hat eine alte Frau drin gewohnt. Die ist hier als junge Frau eingezogen. Hat hier 50 Jahre gewohnt. Und es ist der Mann gestorben und sie ist ausgezogen. Weil es doch zu groß ist. Ja. Ja, also ähnlich wie bei... Im Schnäppchenhaus. Wie bei, ja, ne, das war ja noch krasser. Ach nee, das stimmt, das stand ja noch leer, aber bei euch. Bei uns, ja, da war es auch so. Ja. Ja, also der Flur. Ist natürlich, wenn eine Wohnung leer geräumt ist, sieht die immer grottig aus, ja. Also egal, was man da macht. Oder speziell, was man wenn da man ein Sanierungsobjekt hat. Ja, also wenn die bewohnt ist und eingerichtet und ordentlich ist, dann ist das immer noch ein bisschen was anderes im Eindruck. Also. So schlimm, wie es jetzt aussieht, ist es natürlich im bewohnten Zustand nicht. Und wenn wir fertig sind mit der Sanierung, dann sowieso nicht mehr. Dann ist es noch schlimmer. Dann siehst du hier die blanken Wände. Jetzt entkernen wir erstmal alles. Kabel hängen runter. So, hier fehlt eine Tür. Nee, da ist eine Schiebetür.
Tür. Die sieht doch schick aus. Müssen die haben? Nein, nein, wo soll ich die hinbauen? Ja, musst schon, in eine Schusterwerkstatt. Muss schon Platz finden. Machst die Küchentür aus und machst die da rein. So, naja. Also Flur. Flur. Ja? Flur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich gehe mal ein bisschen nach hinten, damit man hier mal so einen Eindruck von dem Flur hat. Und hat man? Also die Eingangstür schon mal neu geworden irgendwann. Die sieht doch ordentlich aus. Die kann man lassen. Die bleibt. Ja. So, das ist der Flur. Hier ist eine schöne alte Garderobe. DDR-Garderobe aus Armierungsstahl geschweißt. Geschweißt? Die können wir doch mitnehmen. Ja, aber wo ist damit hin? Noch ein bisschen mehr schweißen. Ach so, zum Schweißen. Ich muss doch noch schweißen üben. Dann haben sie Armierungsstahl genommen und haben die zusammengeschweißt. Das ist bestimmt aus DDR-Zeiten noch. Hätte dein Opa auch sein können, sowas. Oder haben können. Damals hat man aus allem was gemacht. Ja, also. Jetzt geht. So. Gut. Zimmer Nummer 1. War offensichtlich mal ein Kinderzimmer. Wie man an den netten Graffitis hier sieht. Von Nancy. Von Nancy und von Antje. Antje. Ja. Ja, überall Holzvertäfelung und schön Styropor an der Decke. Guck mal, so war Lichtschutz. Lichtschutz. Ach, die sind ja nicht schlecht. Mit Führungsschienen. Mit Führungsschienen, ja, die sind lichtdicht. Da kommt nichts durch. Sehr gut. Naja. Gleich erstmal alles abbauen, was wir brauchen können. So, Fenster sind auch schon mal neu. Wie gesagt, damals, als sie die Fassade gemacht haben. Wahrscheinlich in den 90er Jahren. Ja, hier sind wir auch schon ein bisschen abgekrabbelt. Ne? Naja, das ist. Aber es sind gute Verbundfenster. Von wann sind die? Rehau, Markenfenster. Kein Billig-Scheiß. Die sind auch gut schalldicht. Also nach vorne raus sind schallisoliert. Weil es ist direkt an der Hauptstraße hier, ne? Ja. So, können wir sagen, wo wir sind? Wir sind in Magdeburg? In Magdeburg, ja. Ja. Direkt an einer großen Kreuzung. So, alles schön mit Holz vertiefelt. Das ist der erste Schritt der Kernsanierung. Wir hätten den Kuhfuß mitnehmen sollen. Ah ja, das wäre so lustig gewesen. So. Aber die kriegst du auch ohne Kuhfuß raus. So wie es aussieht, genau. So, ja. So, und hier will der Lieblingsbruder dann überall schlitzen, ja? Ja, hier wird alles neu gemacht. Also die Heizung ist zwar auch schon eine Gasheizung, aber die kommt raus, da kommen neue Rohre rein, die sollen alle in den Fußboden verlegt werden. Stimmt, hier liegt ja noch alles überputzen. Ne? Ja, das kannst du auch nicht wirklich verkleiden, weil die natürlich viel zu hoch sind. Es gibt ja so eine das haben wir ja drüben bei uns, bei Oma und Opa, so eine Art Scheuerleisten, die du da so drüber klickst, aber das ist zu hoch hier. Ja. Die müssen also niedriger sein. Dann muss eh raus. Also kommt alles raus und kommt alles neu. Die Elektrik muss sowieso alles raus und neu, weil die ist natürlich noch aus den Erbauungszeiten, wie man hier sieht. Aber funktioniert noch. Funktioniert noch, ja. Also. Ja, für so einen Industrial Look. Die natürlich kannst du kaufen heute, die kosten richtig Geld. Also nachher. Deshalb habe ich die ja auch alle abgeschraubt in der Schusterwerkstatt, genau. Ne? So. Ja, und hier seht ihr ja. Oh, das ist ein Spiegel. Hallo. Ja, die Türen sind gut, die kann man noch. Eigentlich muss die nur streichen und dann hier. Ja, die werden nochmal übergeschliffen und dann werden die gestrichen und dann sind die wieder schick. Ja. Ja. So. Gut, unten ist Laminat, das kommt auch alles raus. Jetzt kann ich gleich mal gucken, was da drunter ist. Doch, kein Kuhfuß. Mal gucken, ob ich das jetzt hochkriege. Ne, kriege ich natürlich nicht hoch. Da hinten. Auch nicht. Hier ist was kaputt. Warte mal, gucken, ob wir das hochkriegen. Ach, sehr geil. Wir müssen noch mal mit Kuhfuß herkommen. Ja, wir brauchen den Kuhfuß als besten Freund des Kernsanierers. Ja, jetzt kommt er endlich wieder zum Einsatz. Hätten wir gleich mal mitnehmen. Gehen wir in die Küche. Okay. Auch hier sehr rustikal mit Holz. Ja, Holz hatten sie überall, ne? Ja.
Ja, das war hier so eine Speisekammer. Das hatte bei, war bei Oma und Opa auch. Ja. Sie hatte früher sogar mal eine Außenbelüftung, aber hat sie wahrscheinlich nicht mehr. Hat er mal sein Bier drin gehabt, Opa. Stimmt, ich erinnere mich dunkel. Ja. So, also, wie gesagt, Holzvertäfelung ist sehr viel. Das bedeutet viele, viele Feuerchen. Feuerschein. Ja. Können wir uns hinten einen auf den Balkon stellen? Meinst du? So, alte Heizdame kommt natürlich auch raus. Kommt doch eine neue rein. Und dann, aber die ist noch gut. Ja, die heben wir ja auch auf, falls wir einen Ersatzteilspender brauchen. Für unsere. Das ist nämlich dieselbe Marke. Oh, hier kommt alles neu. Das Wasser, Abwasser und so ganze Krempel. Das wird alles hübsch gemacht. Ja, hier kommt eine Trockenbauwand vor. Das haben wir schon gesagt. Hier kommt einfach, wird eine 5 cm Trockenbauwand vorgestellt. Mhm. Dann kann die Gesamtinstallation dahinter sein, weil hier nebenan ist ja das Bad. Ja. Und wir sparen uns da viel Arbeit. Und die Küchenzeile kann man dann hier hinstellen. Und hier kommt auch noch eine Küchenzeile hin. Mal gucken. Oder hat man Platz für eine Küchenzeile? Und die Therme, bleibt die dann da? Nee, die Therme setzen wir hinten in die Ecke, dass sie ein bisschen aus dem Weg ist. Ja. Und dann hier waren wahrscheinlich mal Hängerschränke dran, wie es aussieht. Ja. Na gut, hier sind auch schon mal, also die Elektrik ist wahrscheinlich aus mehreren Dekaden. Epochen. Epochen. Tja, Fußboden ist, was ist denn das, Linoleum, wie es aussieht? Das ist glaube ich Linoleum. Gucken wir mal, was da drunter ist, ob wir das. Das sind irgendwelche. Ja, so ein Klicklaminat, auch so ein Laminat ist das. So ein Klicklaminat. Ja. Ja, hier siehst du die. Sieht aus wie Fliesen, ist aber Klicklaminat. Hier sieht man das. So, Küche. Next. Maske. Das haben wir nie, ne? Jetzt hast du wenigstens mal einen Spiegel. Ja, siehst du? Zwei Spiegel, da waren ja auch noch. Ja, stimmt. So, hier hast du noch eine kleine Abstellkammer, das ist immer ganz praktisch. Ist auch alles schön mit Holz verkleidet. Ja, alles ordentlich. Wasseruhr. Kleines Regal. Das ist Wasseruhr, ja. Das ist Wasseruhr, ja. Naja. Besen ist auch schon da. Perfekt. Kann man gleich ausfegen. Ja. Schrubber hoch. Sauber machen. Oder sogar mit elastischen Stiel. Nehmen. Nimm das mal mit, das können wir für Juttas Cashew brauchen. Was, den Stiel? Ja. Dann können wir da mit Gaffertape so irgendwas dran machen. Für ihren Apfelpflücker oder. Ich habe auch noch einen Stiel. Der Christian hat das alles verrostet. So, gut, also. Kleine Abstellkammer ist auch mal ganz gut, dass man mal ein bisschen was abstellen kann. Konserven und Lebensmittel. Essen. So, jetzt geht's ins Bad. Willst du jetzt das Bad zeigen? Ja, ich dachte, wir zeigen vielleicht so, nochmal, bevor wir ins Highlight kommen. Das Bad ist mein Highlight. Das Bad ist dein Highlight? Ja, das ist das Schönste. So. Das war so ein kleines Büro oder irgendwas gewesen. Das war offensichtlich mal ein Büro, ja. Oder? Ja, hier. Steckdosenleiste, deshalb fahre ich jetzt das. Oh ja, das ist natürlich ordentlich, ja. Mein lieber Mann. Ja, die Installation ist aus mehreren Generationen. Sieht echt abenteuerlich aus. Ja, auch hier wieder. Betonfensterbretter. Beton? Ja. Ja. Beton. Ja. Ja. Nee, oder? Kann natürlich auch Stein. Stein sein. Ja. Das sieht so ein bisschen aus wie Stein. Ja, ja, es ist sowieso. Wie bei Oma und Opa. Ja, ja. Hm. Ja, das ist der Blick nach hinten. Das ist eigentlich ganz schön. Und da kommen wir schöner. Ja, so, hier ist eigentlich nichts weiter groß, außer dass wir hier alles rausreißen und neu machen. Ja. Das ist viel Holz in der Hütte. Viel Holz, ja, mein Lieber. Sieht ein bisschen aus wie in Bayern, ne? So ein bisschen rustikal. Ja, so ein bisschen, ja. So, dann kommen wir mal zum Wohnzimmer. Ja. Das ist eigentlich ein wirklich schöner Raum, muss man sagen. Ja, ist auch schön groß. Schön groß, geräumig. Hier haben wir jetzt kein Holz, nur Paneele. Ja, hier kommt die Tapete so. Schon runter. Naja, du reißt doch ja eine Tapete ab. Ja, das ist mein Job dann. Ja. Hier sind sogar die Maße vom Raum dran, siehst du? Ja, es war in, ist glaube ich in jedem Raum. Irgendwo war es noch dran geschrieben. Cool.
So, ja, hier kommt natürlich auch alles raus. Hier ist, das ist eigentlich das, guck mal, da ist doch das Linoleum Faszinierende. Hier ist Parkett drunter. Oh. Richtig schönes altes Holzparkett. Ich hoffe, dass wir das irgendwie in irgendeiner Form retten können. Hier ist auch was draufgeklebt. Ja, und so ein Trittschall draufgeklebt. Aber es ist Parkett. Naja, das kann ich so unterschreiben. Spachtel oder sowas. Unterschreiben irgendwie. Ja, müssen wir mal sehen. Das wäre natürlich optimal, wenn wir das retten könnten. Abschleifen. Das ist richtiges uraltes Holzparkett. So richtig dick, war? Ja, das ist richtig dick. Das war ja, hat der Roman und Opa hatten das ja auch. Die hatten ja auch Parkett im Wohnzimmer. Mhm. Das wäre natürlich gut. Mal gucken, ob wir das hier rettet kriegen. So. Auch hier wieder abenteuerliche Kabelinstallation. Ich weiß nicht, ob man das Installation nennen kann, aber. Tja. Ja, und hier geht's. Guck, hier ist sogar noch so ein. Sieht sogar noch gut aus. Ja. Und Rollos sind auch noch dran. Guck mal, so eine Verdunklungsrollos. Falls jetzt Krieg kommt, kannst du gleich verdunkeln. Meinst du, die gehen noch nach Licht? Ich glaube, bei diesem Krieg geht es nach Infrarotkamera. Ach, das wissen wir nicht. So, hier ist der Balkon. Und hier ist ja so eine Insektenschutztür drin. So, die kann man sogar dran lassen, oder? Mal gucken, ob sie die Sanierung überlebt. So. Ja, das ist der Balkon. Da haben sie jetzt neulich gerade eine neue Beschichtung drauf gemacht. War ich gerade hier, als sie das gemacht haben. Ach so, ja, das ist ja neu. Gut. Also der ist Wasserdingsbumsen. Ja, so eine wasserfest. Fußbodenbeschichtung. Ja, guck mal. Da kommt die Sonne rum, man hat hier Sonne. Da ist ein schöner Ausblick. Hier unten ist ein schöner Hof. Also für so Stadt. Hier ist ein schöner Innenhof so. Für mitten in der Stadt, an einer Riesenkreuzung, ist das eigentlich eine optimale Lage. Der nächste Balkon. Auch ein Stück weg. Also man kann hier auch sitzen, sich unterhalten. Ohne das gleiche nebenan. Der nächste Balkon ist 5 Meter weg. Ja, das ist doch alles ordentlich hier. Hier müssen wir nichts machen. Das ist ja sowieso Außenbereich, ist ja Gemeinschaftseigentum. Es gibt eine Umlage. Jeder Eigentümer muss jeden Monat eine bestimmte Umlage in so ein Konto einzahlen für Reparaturen am Dach, an der Fassade, an den Fenstern. Das ist alles. Und da wird das dann rausgenommen? Da wird das dann rausgenommen. Oder wie jetzt hier die Balkone, dass sie die neu beschichtet haben. Das wird aus dieser Umlage und Rücklage rausgenommen. Mhm. Ja. So. Was ist denn hier? Hier ist auch schön. Ist das auch verkleidet? Alles Paneele. Schick. Oh, eine schöne Tür. Das scheint so eine Folie, oder? Ja? Ich habe vorhin schon mal geguckt, ob das so eine Folie ist. Nee, ist das Folie? Weiß ich nicht. Nee, das ist von beiden Seiten krubbelig. Haben die das so gegossen, oder was? Ja, das ist so ein spezielles Zierglas. Ja, na gut, das ist... Nimmst du die Scheiben mit und hebst sie auf? Was soll ich denn damit? Weiß ich nicht. Die bleiben drinnen. Haben ist besser als brauchen. Die bleiben drinnen. Willst du drin lassen? Na klar, was soll ich denn damit machen? Weiß ich nicht. Da ich den Lieblingsbruder fragen, was er damit macht. Ja, das ist ja seins. So, jetzt haben wir hier noch ein Schlafzimmer, war das wahrscheinlich mal. Das geht zur Straße raus, hat aber Schallschutzfenster. Ja, hier muss auch alles. Hier ist nicht ganz so schlimm vertiefelt. Ja, ist der einzige Raum, wo keine. Wo kein Holz ist, ja. Wo kein Holz ist, ja. Und wo auch nicht irgendwelche abenteuerliche Installationen sind hier auch. Das ist alles noch Aluminiumkabel. Aus der Erbauungszeit. Wahrscheinlich. Sind noch mit Stoff umwickelt, wie unten im Keller. Sind noch mit Stoff umwickelt? Ja, wahrscheinlich. Da oben ist eine Verteilerdose. Ne, die sind dann schon mal ein bisschen später gemacht. Wahrscheinlich, als alle so unter Putz gelegt haben. Ja, naja. Naja, und hier ist diese Straße. Ja, große, vierspurige Straße. Und trotzdem hört man nichts. Also das ist ein gutes Fenster.
So, jetzt zum Highlight der Wohnung. Ja. Dem Wellnessbereich. Pass auf, wir machen das so, du gehst ins Bad und ich gehe aufs Klo. Okay? Und dann sagen wir Hallo. Ja, okay. So, dein Lieblingspapa geht jetzt ins Bad. Ja? Und hier ist noch so ein separates Klo, da gehe ich jetzt rein. Ja. Hallo. So. Das ist die wahnsinnigste Konstruktion, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, was ja süß ist, dass das Klo vom Bad hier drin ist. Also wenn ihr noch und dann ein Klöpfchen macht, dann kannst du, was natürlich nicht ganz so gut ist, dass das da hinten offen ist. Ja. Aber gut. Guck mal, hier ist so ein geiles Radio dran. Ja, das habe ich vorhin schon gesehen. Das ist so cool. Das müsste man eigentlich aufheben. Ja, das schmeißt man nicht weg. Ich gucke da so eine Klorolle, also eine Halterung für die Klo. Das ist so geil. Das ist richtig cool. Keine Batterien drin, oder? Wahrscheinlich nicht, nee. Doch, aber die werden wahrscheinlich alle sein. Aber das ist mal richtig geil. Das nehmen wir mit. Ja. Bevor das unter die Räder kommt. Ist das noch DDR? Nee. Nee, ne? Nicht. So, mal gucken. Warte mal, ich muss hier irgendwo eine Magist. Seriennummer. Nee, ich glaube, das. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass es in der DDR sowas gab. Steht aber auch keine Firma oder so drauf. Vielleicht früher ist Temu. Wenn du genau guckst, findest du das bei Temu bestimmt heute auch. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, das nehmen wir mit. Ja, das nehmen wir mit. Florian, das haben wir jetzt eingesagt. Ja, das schöne Radio. Das retten wir. Ja. So, also. So, und hier ist, also, hier ist ein Klo. Hier ist ein Klo, genau. Das kommt auch alles neu. Hier kommt so eine Vorwandinstallation rein. Diese. Dann ist das Fallrohr weg. Fliesen hier, die, oder was das sind, so eine Klinker sind das. Ja, das ist bei mir auch draußen verbaut, in einer anderen Farbe. Ja, also, aber hier haben sie es. Hier sind noch, hier ist noch besseres als bei dir verbaut. Das ist ja, stimmt, das hat noch. Keramik, bei dir ist nur so ein Plastikzeug. So, dann gucken wir noch mal ins Bad. Klo haben wir ja jetzt. Hier ist das Badezimmer. Oh, eine Klobürste ist auch da. Guck mal, so eine schöne. Ja, mit Ente. Mit Ente. Ach, das ist ja schön. Ist nicht mehr ganz in Ordnung. Hier ist schon was ausgebrochen. Ach. Die sieht aber hübsch aus. Ja, die sieht hübsch aus. Ja, ganz toll. So, jetzt haben wir hier Badezimmer. So, jetzt kommt das Badezimmer. Das ist ja schon mal irgendwann gemacht. Auch alles vertäfelt. Ja, nicht alles. Unten rum sind Fliesen. Naja, gut, unten sind Fliesen. Oben ist vertäfelt. Schick. Ja. Die Fliesen kann man doch noch lassen, die sehen doch gut aus. Einmal ja, drüber wischen, fertig. Das, ja. Das ist bestimmt Leifheit. So ein trockenen. Leifheit, ja. Sage ich doch. Haben sie aber einiges hier rangebaut. Ja. So eine Körbe, die ist normalerweise schweineteuer. Schöner Spiegelschrank, der ist noch aus DDR-Zeiten. Wir hatten denselben. Denselben hatten wir auch. Echt? Ja. In unserer ersten Wohnung, allerdings im Braun. Genau denselben. Cool. Oh, die müssen wir, sowas müssen wir eigentlich alles retten, ey. Die, was ist damit? Willst du einen haben? Kannst du einen? Nee, aber vielleicht eine Heimatstube. Die soll ich rein. So, ja, hier noch, guck mal, hier sogar ein Seifenspender. Ich glaube, deshalb mussten sie diese Wand da reinbauen zum Klo. Damit sie einen Seifenspender anbauen können. Ja, und einen Spiegel und ein Waschbecken. Ja, das kommt hier auch alles rein. Die ganze Holzvertäfelung kommt runter. Aber das mit der Durchreiche hier, sag ich mal, wenn das Klopapier alle ist oder so, das bleibt oder was? Nee, wir müssen mal gucken, ob wir da eine Lösung finden mit so einem schmalen. Weil hier hast du ja nicht so viel. So einer schmalen Sache, die man hier anbaut, damit man das Fenster noch aufkriegt. Das müsste also müssen wir mal gucken, da gibt's bestimmt, finden wir bestimmt eine Lösung. Das ist mal ganz interessant. Wenn euch da was einfällt, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Weil die Fenster müssen ja noch aufgehen. Aber trotzdem wäre es natürlich gut, wenn man dann auf Klo sitzt oder duscht, dass man denn da so auch mal seine Ruhe und Privatsphäre hat. Ne? Das finde ich witzig. Ich habe schon gelacht, als er mir das geschickt hatte damals. So, hier kommt eine neue Wanne rein mit einer schönen Duschabtrennung und die Dusche wird hier hinten in die Ecke verlegt. Und dann sieht das alles schick aus. Wieder Wanne mit Dusche, ja? Ja, ich hätte nur eine Dusche ingebaut, aber er möchte gerne eine Wanne mit Dusche haben. Okay.
Die Waschmaschine muss ja auch noch rein. Stimmt, die fehlt ja auch noch. Dann kommt hier so ein schöner Handtuchheizkörper hin, wisst ihr? Ja. Und dann ist das alles schick. Man muss trotzdem aufpassen. Hier kommt ein schöner Waschtisch hin. Aus Holz? Aus Holz, ja. Mal gucken. Oder auch gucken. Etwas Ähnlichem. Heizkörper. Heizkörperbürste. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Hier schöner Waschtisch mit so einem Aufsatzwaschbecken, dass das ein bisschen schick ist. Ja. Aber hier ist sogar noch eine Ablage hier oben. Ja. Da kann man noch irgendwas dran machen. Da machen wir irgendwas dran wahrscheinlich. Also Stauraum hast du hier noch in der Wohnung? Naja, man hat Stauraum. Schöner. Oh, das ist auch hübsch. So, gut. Das war die Wohnung. Ja, kurzer Rundgang. Hier sind zwei Haken und hier war bestimmt eine Schaukel. Oh, die Seite, naja. Naja, kleine Kinder vielleicht. Ja. Ja, dann seid mal gespannt. Wir werden euch zwischendurch öfter mal, wenn es was zum Zeigen gibt. Was zeigen. Werden wir euch mal was zeigen. Ich persönlich freue mich schon sehr, das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil ich bin ja die Schwester, aber ich persönlich freue mich schon sehr darauf, wie mein Bruder mit freiem Oberkörper hier die Schlitze für die Kabel macht. Das wird mein persönliches Highlight. Das filme ich dann auch in 4K, damit es wirklich richtig gut rüberkommt. Und Slow Motion. Und Slow Motion. Und dann nehmen wir noch so eine Sprühflasche mit, wo wir ihn dann immer mit nass. Wenn der hier Schlitze macht, dann brauchst du keine Sprühflasche da. Kommt richtig auf Schweiß. Ja. Und dann, aber dann so eine eisgekühlte Cola, damit er dann so den Cola-Spot machen kann. Tja. So, wir treffen uns jetzt mit dem Elektriker. Ja. Und dann. Der schon mal den Baustrom einrichtet. Dann kann es losgehen. Bald. Losgehen, ja. Wie jetzt eigentlich deinem Fuß? Geht. Der Vorteil ist, ich merke bei jedem Schritt, dass er da ist. Das ist gut. Wenn du nichts mehr merkst, ist er vielleicht abgefallen. Genau. Zwischenzeitlich habe ich ja schon mal darüber nachgedacht, ob ich ihn nicht abmache. Und dafür ein Holzbein. Ein Holzbein dran. Fängst du jetzt schon an, oder was? Nee, wir müssen mal gucken. Was hier so Sachen ist. Es juckt in den Finger. Ja, bei mir auch. Hier, film mal. Mit deiner Lieblingsbeschäftigung oder was? Bist du sicher, dass er die abhaben wollte? Oder vielleicht wollte er die bloß überstreichen? Zu spät. Oh, das wird echt mal. Interessante Farbe, das ist also eine Farbe, wie du magst. Ja, das kann man gleich so lassen. Ja, siehst du, wenn du ja jetzt siehst, kannst du es so lassen. Aber das sind alle Wände so, da kommt man ja schön kürzer, bis alles grün ist. Ich weiß nicht, da ist vielleicht noch was. Oder das ist so Erbauungszeit, glaube ich. Ich möchte die Tapete abmachen. Du wirst da nichts dagegen haben, schätze ich. Ich mache einen kurzen Vorschlag. Nein, ich darf filmen dafür, oder, Gummi? Weiß ich nicht. Tja, jetzt müsste man einen Spachtel haben, ne? Kannst du <Ja. lacht> es nicht lassen, ey. Nee, ich komme immer wieder in den Flur und dann drehe ich mich wieder um und gehe hier und mache hier weiter. Das ist wie so eine Sucht. Ja, das ist auch so entspannend. Ja, ja. Meditativ, ja. Ja. Muss man nicht denken, nur abreißen. Ja, okay. Herr Schneider, was ist denn hier passiert? Wir haben uns mal die Elektroinstallation angesehen. Das sieht aber nicht nach Angucken aus hier. Nee. Guck mal, was da passiert ist. Da ist Tapete von der Wand. Ja, nichts ist da passiert. So, wir müssen jetzt gehen. Sonst, ja, entweder gehen wir jetzt oder wir holen einen Spachtel und einen Kuhfuß. Ja, genau. Eins von beiden. Nein, was ist denn da passiert? Na, guck dir das an da. Eieieiei. Da hat doch schon einer an der Tapete. Ne, die ist von alleine runtergekommen, ne? Bestimmt. Ja. Sieht zumindest so aus, ja, als ob sie von alleine runtergekommen. Genau. So, schau doch die Kabelkanäle. Können wir noch gebrauchen? Naja, gut. So, also. Können wir abschrauben. Das war Tag 1.
ist Tag 1, wir haben noch nicht mal angefangen. Ich habe nur zeittote Schlagen. Guck doch, wie es aussieht hier. Naja, ich habe nur zeittote Schlagen, als ihr hier an den Kabeln rumgefummelt habt. Die ganze Elektroanlage stillgelegt, abgeklemmt. Ja. Und hier eine Steckdose für Baustrom hingebaut. Damit mein Bruder schlitzen kann. Damit wir hier Baustrom haben. Sieht aber schick aus. Naja, dafür geht's. So, dann nehmen wir jetzt noch unser Radio mit und dann hauen wir das jetzt ab. Wir jetzt mit, genau. Ja? Ja. Ich kenne mich hier schon aus. Das Radio nehmen wir noch mit und dann war es das für heute. Ein bisschen abspült. Wasser geht ja noch, wa? So. Schön. Willst du den Spiegel schon mitnehmen? Oder? Nein, den möchte ich nicht mitnehmen. Das Radio ist cool genug, wo auch immer du das hinbaust. Genau, bei uns ins Bad. Bei euch ins Bad. Da wird sich Mutti freuen. Das baue ich oben ins Gästebad. Ja, das ist eine coole Idee. In die Gästewohnung. Und wenn die da mal schön Radio hören beim Klopsi machen. Das Klopapier lassen wir mal hier, vielleicht braucht das nochmal jemand. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Stelle ich zur Ente oder Gans oder was das ist. Nee, ich stelle das hier oben hin. So. So, tschüss Tapete. Bis bald. Das war's jetzt erstmal. Ja. Bleibt gespannt. Und vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, wie man das im Badezimmer dazu machen kann. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, Kanal abonnieren. Daumen, Like, Kommentar da lassen. Genau. Ja. Und dann bleibt gespannt. Wir brauchen Geld von YouTube. 50.000, wir sind lange noch nicht da. Im Monat, ja. Wollte ich haben. Ja. Naja, 50.000 im Monat, dann können wir ganz viele Projekte machen. Ja. Hat alles seine Vorteile. Machen wir jeden Monat so eine Wohnung. Vor allem du, weil du da richtig Bock drauf hast. Gut, reicht. Tschüss.